Hi, Kelly aka Mrs. Wheelock hier. Und meine Wäsche. Da ich mich zu diesem Zeitpunkt wohl auf der Gamescom befinden werde, dachte ich mir, wieso versuchst du es nicht mal wieder mit LPs? Weil das ja die letzten Male so gut geklappt hat. Aber es passt irgendwie dazu. Eine liebe Twitter-Followerin hat mir diese Seite vorgeschlagen, wo es Minigames gibt oder so. Ich war noch nie auf dieser Seite, ich habe noch nie was von dieser Seite gehört. Aber ich probiere sie jetzt einfach mal spontan. Ich hoffe, das klappt alles. Und guck mal, so was es da gibt. So, hier sehen wir schon mal eine große Auswahl. Oh mein Gott, was soll ich nur spielen? Fangen wir hier oben an. Bubble Shooter! Wow! Guckt mal, wie gut ich bin. Wow. Billard! Nee. Nee, das mag ich nicht. Guest. So. Welcome. Enjoy the game. Die Anleitung. Move mouse to aim. Click anywhere to drag back to set power. Release mouse button to shoot. Ja, nichts leichter als da. Was? Hey, warum bin ich nicht Erste? Ich bin doch der Guest-Player. Und... Ach so. Hä? Boah, da sind sogar so Streifen, die dir zeigen, wie das... wohin das geht. So. Nein! Ich dachte, ich bin gut in Billard. Was sind das überhaupt für Kugeln? Dumme Kugeln. Okay. Nein, 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 die Schwarze! Oh, ich schieß da jetzt einfach rein. Nee, was ist denn mit dieser roten hier? Das. Oh. Bam! Yes! Ich bin so gut. Also eigentlich bin ich auch viel zu gut für dieses Spiel. Ich würde sagen, wir spielen mal was anderes, okay? Mutilate a doll 2. And obviously alive objects can be cut as well. Natürlich kann man Menschen schneiden. Iiii! Das macht irgendwie Spaß. Ich will so lange cutten, bis es nicht mehr da ist. Lecker Scheiben gibt's. Schaffe ich das? Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Es ist alles weggesäbelt. Oh, der hat Angst. Der zittert total. Oh. Ich wollte dich nicht schneiden. Oh, schau mal, jetzt ist er wieder heil. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder geschnitten. Ich mache dich wieder heil. Oh. Oh, wie grauenvoll. Und was macht man damit? Water. Was ist denn das für ein Dreck? Was soll ich damit? Oh Gott, ich fühle mich so schlecht, aber es macht auch Spaß. Es macht Spaß. Nach diesem Horrorspiel brauche ich erstmal was Beruhigendes. Amy Autopsy? Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, das ist mega gruselig jetzt schon. Oh Gott. Ike, wieso? Mach hier einen Arm auf. Was geht denn ab? Ich verstehe den nicht mal. Ich verstehe den nicht, der redet so komisch. Es war ein Akt Gottes. Falsch. Mag ich nicht. Ich spiele lieber was Fröhliches. Kann ich vielleicht jetzt auch mal was Fröhliches spielen und nicht was Krankes? Stylish Pregnant Ariel. Wollt ihr mich verarschen? Irgendwie habe ich auch Angst, dass es so ein schreckliches Spiel ist. Ein Babylachen, das ist bestimmt kein schreckliches Spiel. Play. Oh mein Gott! Wow! Okay. Was ist da jetzt der Unterschied? Ah,
ihre Hautfarbe verändert sich. Nicht mal das check ich. Lidschatten machen wir lila, lila Lippenstift, blauer Eyeliner und lila Mascara, lila Rouge. Die hatte nämlich Sex und ist jetzt schwanger, deswegen ist sie eine Prostituierte. Boah, man kann da sogar, oh mein Gott, rote Augen machen. Ja, finde ich nicht verstörend. Wieso? Hä, wieso macht man denn sowas? Oh mein Gott, Slut. Oh Gott, sie sieht einfach nur aus wie so eine Prostituierte. Oh mein Gott, was kann man denn anziehen? Ist es ein Spiel für Kinder? Meine kühnsten Träume werden hier ausgelebt. Das ist der Schmuck von ihren Delfin-Zuhältern. Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Ja, ich würde mal sagen, wenn man das Spiel gewinnen kann, dann habe ich es gewonnen. Skyrim, was ist das denn? Ein Ball, der Coolet. Das ist ein Spiel für mich. Ich spüre es. Ah, Pfeile. Ah, yeah. Das war jetzt aber ein bisschen, also dass ich da Pfeile benutzen muss, ne? Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen crazy. Jump! Oh mein Gott. Spring! Oh, ich bin so gut in diesem Spiel! Ah! Ich habe verloren. Oh Gott, sowas macht mich süchtig. So eine Art von Spiel, so ein Scheiß macht mich süchtig. Das ist so ein Scheiß, der mich süchtig macht. Ich probiere mal einen anderen Weg. Ich bin ganz gewagt. Und hüpf. Und hüpf. Doppelsprung. Hüpf. Und hüpf. Hey, gerade. Scheiße. Ich wollte was Schlimmeres sagen, aber ich sag's nicht. Und hüpf, hüpf. Yes. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist zu viel gleichzeitig machen. Ich kann nicht. Nein! Das ist voll das Panikspiel. Nochmal, noch eine Chance. Ich spiele mit rechter Hand diesmal. Ich bin nämlich eigentlich auch Rechtshänder, ne? Das hätte ich bedenken sollen. Kein Wunder, dass ich so schlecht war die letzten Male. Oh Gott, ich hab's gerade nur so geschafft. Boah, so weit war ich noch nie, Leute. Oh Gott, ich bin so aufgeregt und dieser Boden verwirrt mich total. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Für was brauche ich die Sterne? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Das ist mir irgendwie zu stressig. Whack your ex. Was sind das für Spiele? Wir fangen erstmal langsam an. Ich schenke ihr mal Pralinen. Was? Willst du mich verarschen? Wie krass ist denn diese Seile? Was sind das für Spiele? Ich gebe ihr eine Faust. Oh. Ich kann auch die Ex... Oh mein Gott! Ernsthaft? Was hat die gegessen? Mais oder was? Okay, ein Überraschungsgeschenk. Kann man machen. Meinetwegen. Warum scheißt die immer auf den? Was ist das? Ich würde es gar nicht. Was ist das? Oh mein Gott, ich würde es gar nicht wissen. Drück ich's oder drück ich's nicht? Das finde ich ein bisschen verstörend. Ich will spielen. Sim-Girl. Bin ich ein Criminal, Playful, Intelligent oder Usual? Ich bin Criminal. Schaut ein bisschen aus wie Andre von Ape Crime, finde ich. Kackkopf. Oh nein, die im Hintergrund ist nackt. Was macht man mit denen? Tut man die irgendwie sexuell belästigen? Next. What time is it now? Wake up, Kackkopf. Vor allem, es heißt einfach Girl with Short Brown Hair. Ist es nicht seine Mutter einfach? Ihr Name ist Ami Kurimoto.
Ah, seine Freundin aus der Kindheit. Okay. Sie ist weg. Okay, ich gehe. Ich gehe in die Schule. Oh, ein schönes Mädchen kommt. Kackkopf ist nervös. Oh mein Gott, man sieht voll ihren Arsch, ey. What a hot and sexy babe. Oh, er ist ein Perverser. Ich wusste, dass dieses Spiel nicht gut ausgehen wird. Ah! Der Wind hat ihren Rock hochgeweht. Man sieht ihre Unterhose. Ah! Ich habe keinen Bock, das alles zu lesen. Eat Wing. Achso, East Wing. Ich dachte, ich kann Chicken Wing essen. Ich hab Hunger. Ba, 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 ba. Was? Was ist das denn? Das ist die... Willst du mich verarschen? Kann man die irgendwie anfassen? Was geht ab? Kopf, Kackkopf. Es hat plötzlich jemand geschossen. Ich kann meine DNA manipulieren. Ich will ganz viel Charme haben. Wissen ist nicht so wichtig und Stärke ist auch ganz wichtig. Kann ich jetzt zurück zur Schule und Mädchen aufreißen? Date. What? I don't even know. Okay, ich frag sie was. Oh, die will mich nicht. Bei meiner besten Freundin versuche ich es nicht. Jetzt muss ich in die Stadt gehen und was kaufen. Oh nee, jetzt habe ich das Spiel zugemacht. Bla 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 bla. Ich habe den Mädels jetzt ein bisschen Schnickschnack gekauft von irgendeinem Geld, das ich irgendwo her hatte. Und jetzt fantasiert der im Unterricht. Ich will nicht wissen, was passiert. Toll. Er hat ja gar nichts gesehen. Oh mein Gott. Die sind zum Pub gegangen. Oh nee, jetzt muss ich mit der fighten, oder was? Hey, ich will mal Chicks aufreißen. Die hier. Talk. Die sagt ja nichts. Ask her name. Die will gar nicht mit mir sprechen. Hentai-Level? Sind Hentais nicht diese Anime-Pornos? Ich kenne mich damit viel zu gut aus. Oh Mann, die wollen ja alle nicht mit mir schlafen. Ich dachte, das ist der Sinn von diesem Spiel. Toll, jetzt habe ich meinen Teddy schon an meine beste Freundin weggegeben. So ein Scheiß, es macht keinen Spaß. Naja gut, ich würde sagen, jetzt bin ich ready, um alle auf der Gamescom wegzubattlen.